Und damit leite ich dann auch direkt zum ersten Keynote-Vortrag über, den, wie gesagt, der Kollege Henner Gimpel übernehmen wird. Der Henner Gimpel ist auch der Konsortialführer des Projekts Preditech. Und ich möchte den Henner Gimpel kurz vorstellen. Henner Gimpel ist Leiter des Fachgebiets Digitales Management der Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Universität Hohenheim. Und daneben ist er auch in, genau wie ich, in leitender Position tätig am Kernkompetenzzentrum Finanz- und Informationsmanagement und der Projektgruppe Wirtschaftsinformatik des Fraunhofer Instituts für angewandte Informationstechnik FIT. Und ja, damit, lieber Henner, möchte ich dir das Wort geben und wir freuen uns auf deinen Vortrag. Ja, ganz herzlichen Dank, Nils, für die Einleitung, für die Begrüßung. Den Titel hat der Kollege Urbach ja gerade schon gesagt: Gesund digital arbeiten, Ursachen und Folgen von digitalem Stress vor und während der Covid-19-Pandemie. Ich glaube, wir alle wissen, nicht zuletzt merken wir es jetzt gerade, dass wir hier virtuell zusammen sind, wo wir sonst vielleicht physisch zu einer Abschlusskonferenz zusammengekommen wären, dass Digitalisierung unser Leben ändert, unser Arbeitsleben, unser Privatleben. Ich möchte das trotzdem mal noch ein bisschen plastisch machen. Nicht nur aus wissenschaftlicher Sicht, sondern eben hier auch mit diesen Titelblättern vom Spiegel, dass Digitalisierung mitten in unserem Leben ist und unser Leben in sehr vielen Facetten ändert. Das sehen wir in all den Geschichten, die sich außenrum rumranken. Ich möchte mich in der Kürze der Zeit auf die vier in der Mitte konzentrieren. Ich im Internet, Sie sehen diesen entblößten Menschen. Das ist schon auch einer der Stressfaktoren, über die wir reden. Der gläserne Mensch, wir werden durchschaubar dadurch, dass wir in dem Digitalen so viele Spuren hinterlassen. Arbeiten Sie doch, wo Sie wollen. Naja, viele würden sich freuen, wenn Sie jetzt Skifahren gehen könnten. Aber das war an dieser Stelle natürlich für manche eine Verheißung zu der Zeit, wo man noch unbeschwert Skifahren gehen konnte, dass man dann aus dem Lift mal eben auf der Fahrt nach oben über den Laptop noch Arbeits-E-Mails checken und schreiben kann. Für andere aber auch eine Bedrohung, dass diese Entgrenzung der Arbeit stattfindet, dass man immer und auch eben beim Skifahren auch am langen Wochenende oder im Urlaub erreichbar ist. Frust und Freiheit ist jetzt eher die Corona-Variante davon, spielt natürlich mit der Titelstory auf das Homeoffice an, was einerseits auch wieder eine tolle Sache ist, dass wir überhaupt in der Lage sind, viel Arbeit nicht nur im Büro, sondern auch von zu Hause aus zu erledigen. Andererseits wird damit natürlich die Entgrenzung zwischen Arbeits- und Privatleben nochmal stärker. Und für manche ist das ein Vorteil, für andere ist es auch wieder ein Belastungsfaktor. Und dann zu guter Letzt, fast mein Liebstes von diesen Titelblättern: Sie sind entlassen, der von einer künstlichen Intelligenz gesteuerte Roboter, der den Mitarbeiter vom Bürostuhl pflückt. Dahinter steckt für mich die Jobunsicherheit, die einige wegen Digitalisierung haben. Entweder weil sie sich denken, na gut, da kommen andere, die fitter im Umgang mit der Digitaltechnik sind, die mich auf Dauer ersetzen werden, oder vielleicht werde ich sogar ganz wegautomatisiert und mein Job ist auf Dauer gar nicht mehr nötig. Von daher merken Sie, dass hinter all diesen Veränderungen, die die Digitalisierung mit sich bringt, immer auch Faktoren stecken, die uns als Menschen belasten. Und genau das ist ja der Kern dessen, was wir uns im Preditech-Projekt angeschaut haben: die psychische Belastung am Arbeitsplatz durch digitale Arbeit. Wie können wir das gut verstehen? Na, dafür greifen wir auf das klassische Belastungsbeanspruchungsmodell aus den Arbeitswissenschaften zurück. Wahrscheinlich kennen dieses allgemeine Waagemodell, was Sie in der Mitte sehen, einige von Ihnen. Ich gehe für die anderen kurz trotzdem in ein paar Worten darauf ein und dann beziehen wir es speziell auf Digitalisierung und digitalen Stress. Was Sie in der Mitte sehen, ist eine Waage. Die ist hier nicht ganz in der Balance. Da hängt auf der einen Seite ein Gewicht dran, auf der anderen Seite eine Feder, die dagegen hält. Wir sehen hier, das Gewicht ist ein bisschen zu stark für die Feder. Es ist ein bisschen in der Disbalance. Und genau darum geht es, um diese Balance zu finden oder eben nicht. Es kommt nicht allein auf die Last an, die auf jemandem liegt oder hier auf der Waage liegt. Solange die Feder, solange die Ressourcen, mit denen wir dem entgegenhalten, stark genug sind, ist die Waage in der Balance. Wir sind in einem günstigen Zustand, in dem wir zufrieden sind, in dem wir produktiv sind, in dem wir gesund sind. Aber die Waage kann in die Disbalance kommen. Es könnte passieren, dass die Feder viel zu stark ist für die geringe Last, dass wir unterfordert sind, dass wir gelangweilt sind. Das ist nicht gut, aber ehrlich gesagt, das größere, typischere Problem ist, dass die Last stärker ist als das, was wir entgegensetzen können. Dass die Waage in die Richtung kippt, in die wir es hier gerade sehen. Und das führt dann zu Stress und langfristiger, erhöhter Stress führt dann zu langfristigen Folgen von Stress. Da gehe ich im Folgenden noch weiter drauf ein. Aber was hat das jetzt mit Digitalisierung zu tun? Naja, ein großer Punkt ist das, was Sie in der oberen linken Box sehen, diese Belastungsfaktoren der digitalen Arbeit. Last gibt es auch andere. Es gibt überhaupt die Arbeitsintensität, die Menge an Arbeit, die zu tun ist, auch die Qualität der Beziehung zum Vorgesetzten und auch zum Beispiel irgendwie das Sozialklima unter den Kollegen oder wenn es da Streitigkeiten im Kollegenkreis gibt oder ähnliches. Das ist alles eine klassische Last, die bei der Arbeit auf uns liegt.
Aber jetzt im Digitalen sind es spezifisch, und das haben wir in diesem Projekt untersucht und deutlich genauer herausgefunden, wie wir glauben, als das bisher in der Literatur etabliert war, dass es genau diese 12 Faktoren sind, die Sie da oben links stehen sehen, die zu der zusätzlichen Belastung durch digitale Arbeit führen. Gläserne Person, ich greife mal den zweiten raus, das hatten wir gerade schon bei dem ersten Spiegeltitelblatt. Dann sehen Sie relativ weit unten in der Liste die Omnipräsenz, oder manchmal reden wir auch von der Omni- und Dauerpräsenz, also dass die Digitaltechnik immer und überall zur Verfügung steht. Ja, das ist genau das mit dem Skilift oder auch im Homeoffice in Grenzung zwischen Arbeits- und Privatleben. Und dann hatten wir noch den Mitarbeiter, der vom Bürostuhl gepflückt wurde. Das ist die Jobunsicherheit, die Sie in dieser Liste sehen. Damit haben wir schon mal ein paar dieser Belastungsfaktoren kennengelernt. Auf die anderen gehe ich im Folgenden auch noch ein Stückchen weiter ein. Und das ist jetzt eben genau ein Problem. In dieser schnellen Veränderungsgeschwindigkeit, die wir in der Digitalisierung sehen, da nimmt diese Last sehr schnell zu. Und viele Unternehmen, aber auch viele Individuen sind ein Stückchen weit langsamer, die Feder auf der anderen Seite, die Ressourcen zu stärken, um mit dieser Last richtig umzugehen. Das heißt, wir sehen in Summe durch die digitale Arbeit tendenziell eine Disbalance. Und da werden wir dann auch später, da wird dann insbesondere die Patricia Tegtmeier in ihrem Vortrag darauf eingehen, auf die Frage, was können wir denn dagegen tun, um diese Balance wieder ein Stückchen weiter herzustellen. Jetzt ist noch ein bisschen die Frage, wie schlimm ist denn dieses Problem? Wie verbreitet ist das denn? Dafür haben wir eine groß angelegte empirische Studie gemacht, haben gut 5000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland befragt zu genau diesen 12 Belastungsfaktoren der digitalen Arbeit und vielen anderen Belastungsfaktoren, Ressourcen, Stressfolgen und so weiter. Und zwei Zahlen daraus würde ich Ihnen gerade kurz gern bringen. Das eine ist, natürlich haben wir zum Glück gefunden, das, was man in der Stressforschung immer sieht, dass es schon viele gibt, die sehr geringe Stresslevel haben. Also die sehr gering oder geringe Stresslevel haben. Aber es sind insgesamt 40% der Befragten von diesen 5000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die moderaten, starken oder sehr starken Stress spezifisch durch die Digitalisierung der Arbeit berichten. Und 40% ist dann schon wieder eine sehr große Zahl. Und wenn wir ein bisschen genauer noch reinschauen, wenn wir nicht schauen, haben die insgesamt über all diese Belastungsfaktoren ein starkes digitales Stresslevel, sondern bei wem ist einer der Faktoren sehr stark ausgeprägt, dann ist es ein Drittel der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, bei dem mindestens einer der 12 Faktoren sehr stark ausgeprägt ist. Und natürlich ist es eben so, bei manche sind bei jedem Individuum stark, andere sind es dann wieder nicht. Also es ist nicht überall alles gleich ausgeprägt. Und damit mit den 40% und mit diesem ein Drittel glauben wir schon, dass das ein großes Thema ist, was viele beschäftigt. Und deswegen freuen wir uns natürlich auch über Ihr Interesse an den Ergebnissen heute. Lassen Sie mich auf ein paar wenige von den Faktoren noch mal ein bisschen genauer eingehen. Der stärkste, der am weitesten verbreiteste, der am stärksten belastende, den wir gefunden haben, ist die Leistungsüberwachung. Das heißt, das ist das Gefühl, dass durch die Nutzung von digitalen Technologien und Medien Leistungsüberwachung und Leistungsbewertung zunehmen. Das ist jetzt erstmal ein Gefühl, das ist nicht die Absolutaussage, dass es auch wirklich so ist. Ich glaube, an manchen Stellen ist es so. Das ist aber in erster Linie auch gar nicht so relevant, denn es kommt ja auf das Gefühl an, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben, dass es eben so ist, und das belastet. Und Leistungsüberwachung ist was, was man auch schon in der vordigitalen Zeit kannte. Es ist klar, wenn die Chefin hinter einem steht und mit der Stoppuhr schaut, ob man im Account schnell genug arbeitet, dann stresst das. Was ist jetzt das Digitale daran? Warum ist das gerade in der Digitalisierung nochmal was Spannendes? Naja, weil wir von der Digitaltechnik noch leichter überwacht werden oder zumindest das glauben, als dass die Chefin oder der Chef hinter uns stehen. Das Icon, was Sie hier auf der Folie sehen, ist zum Beispiel eine Überwachungskamera. An vielen Stellen hängen Überwachungskameras und es ist gar nicht so ganz genau klar, was denn mit den Aufnahmen passiert. Ob der Chef vielleicht zwischendurch schaut, ob man gerade eine Pause macht oder ob man am Arbeitsplatz ist oder was man gerade tut. Oder nehmen Sie Fernfahrer, die einen Fahrtenschreiber haben, mit dem Sie genau protokollieren, wann Sie wie schnell gefahren sind und wann Sie Pausen hatten. Oder überlegen Sie sich, dass Sie morgens, wenn Sie zur Arbeit kommen und in Ihre E-Mails schauen, sehen, wann die Kolleginnen und Kollegen E-Mails geschrieben haben. Da sehen Sie, ob jemand abends um 10 oder 11 oder morgens um 4 oder 5 schon E-Mails geschrieben hat. Früher hat man irgendwie noch geschaut, wie lange das Licht im Büro an ist. Und das war eine Unart daran, die Leistungsfähigkeit von jemandem festzumachen, wie viele Stunden er im Büro gesessen hat. Heute müssen die Kolleginnen, Kollegen, Chefs und Chefinnen nicht mal mehr im Büro sein, um zu sehen, ob das Licht an ist. Sie sehen, wann die E-Mails geschickt wurden. Sie sehen, wann Dateien auf dem Cloud-Speicher geändert wurden. Das sind Faktoren der Leistungsüberwachung. Unterbrechungen kennen wahrscheinlich auch die meisten. Dauernd klingelt das Handy, brummt es, weil irgendeine Kurznachricht eingegangen ist, gehen Pop-up-Benachrichtigungen auf, dass eine neue E-Mail da ist oder Ähnliches. Ich hoffe, was ich gerade gesagt habe, dass jeder das kennt, stimmt nicht so ganz, weil viele von Ihnen so geschickt sind, diese Benachrichtigungen auszuschalten. Die sind nämlich problematisch. Die lenken uns von unserer aktuellen Aktivität ab
Und man braucht lange, bis man wieder konzentriert bei der eigentlichen Arbeit ist. Üblicherweise länger, als es dauert, bis die nächste Unterbrechung reinkommt. Dadurch sehen wir reduzierte Fokussierung auf die Arbeit, reduzierte Leistungsfähigkeit, erhöhte Stresslevel. Omni- und Dauerpräsenz unten rechts, hatte ich schon angesprochen, ist eben dieses Gefühl, dass es immer und überall verfügbar ist, das Digitale, und dass wir damit eine Entgrenzung verschiedener Lebensbereiche haben. Und zu guter Letzt die Überflutung unten links, dargestellt durch das Hamsterrad. Das ist das Gefühl, aufgrund des Einsatzes digitaler Technologien und Medien mehr und schneller arbeiten zu müssen. Früher haben sie, wenn sie, ich überspitze es jetzt mal ein bisschen, mit jemandem korrespondieren wollten, dann haben sie einen Brief geschrieben. Dann haben sie den erstmal in die Post gesteckt. Es hat ein paar Tage gedauert, bis der angekommen ist. Der hat das ein paar Tage bearbeitet, hat ihm was zurückgeschickt, war wieder die Postlautstärke dazwischen. Hat, wenn sie einem Unternehmen oder einem Amt geschrieben haben, ein paar Wochen gedauert, bis sie die Antwort hatten. Und dann ging der Arbeitsvorgang wieder weiter. Heute mit einer E-Mail geht das zumindest bei Unternehmen, über Ämter möchte ich jetzt mal nicht reden, aber zumindest bei Unternehmen in aller Regel wesentlich schneller. Und gerade unter Kolleginnen und Kollegen, es ist oft irgendwie ein sehr schnelles Ping-Pong-Spiel mit den E-Mails, wo innerhalb von Minuten mehrere E-Mails hin und her gehen, fast wie Chat-Nachrichten. Das ist eine ganz andere Geschwindigkeit der Arbeit, die damit einhergeht. Das ist das, was wir damit Überflutung meinen. Das, um nochmal ein paar Faktoren irgendwie ein bisschen genauer zu illustrieren. Was ist das Ergebnis von dem? Naja, auf der linken Seite sehen Sie die Faktoren, die oben links mit stärkerem digitalen Stress einhergehen. Ich bin weiter in diesem Datensatz von den gut 5000 Befragten. Wir sehen bei denen, die hohe digitale Stresslevel haben, eine stärkere Erschöpfung, eine stärkere kognitive Irritation, das heißt ein nicht mehr abschalten können, eine stärkere emotionale Irritation, das heißt eine Gereiztheit und einen schlechteren Gesundheitszustand. Den haben wir rechts nochmal mit den Graphen ein bisschen veranschaulicht. Was Sie jeweils sehen, ist für verschiedene Krankheitsbereiche, Erkrankungen des Muskel-Skelettsystems, des Herz-Kreislauf-Systems und so weiter, wie viel berichten die Leute mit dem, das Viertel der Befragten mit dem geringsten digitalen Stresslevel, dass sie an diesen Erkrankungen leiden, und wie viel sind es bei denen Viertel mit dem höchsten digitalen Stresslevel. Und jetzt müssen wir an dieser Stelle natürlich aufpassen, das ist eine Querschnittsbefragung, das ist keine Längsschnittstudie und keine ärztlich durchgeführte Studie, wo diese Krankheiten wirklich diagnostiziert wurden. Deswegen ist das mit den Kausalitätsaussagen, dass der digitale Stress zu diesen Krankheiten führt, an dieser Stelle ein bisschen schwierig, deswegen möchte ich die gar nicht treffen. Aber was wir schon sehen, ist, dass bei denen, die unter starkem digitalen Stress leiden, viele Krankheitsbilder wesentlich weiter verbreitet sind. Und wenn man da in die Biomedizin, in die Medizin geht, dann ist es auch logisch, wie die Wirkketten von langfristig erhöhten Stressleveln mit Adrenalin, Noradrenalin, Cortisolausschüttung und Ähnlichem hin zu diesen Krankheitsbildern ist. Daneben sehen wir auch noch andere Sachen, die mit starkem digitalen Stress einhergehen. Geringe Arbeitsfähigkeit, geringe Produktivität, wobei an dieser Stelle selbstberichtete Produktivität in der Umfrage, nicht gemessene Produktivität, geringe Arbeitszufriedenheit, starke Absicht, den Job zu wechseln, starke Absicht, den Beruf aufzugeben. Und wenn wir das in Gesamtheit sehen, dann ist das natürlich ein ganz klarer Aufruf an die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, sich um das Thema zu kümmern. Also einerseits haben sie sowieso die gesetzliche Verpflichtung dazu, sich um die Gesundheit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu kümmern. Ich denke, wenn man diese Ergebnisse sieht, hat man auch eine moralische Verpflichtung, da zu handeln. Und zu guter Letzt hat man natürlich auch ein ökonomisches Interesse, denn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit geringer Arbeitsfähigkeit, geringer Produktivität, geringer Zufriedenheit, hoher Abwechselbereitschaft, ja, das wollen sie ja nicht haben. Das ist ja nicht die Arbeitnehmerschaft, die sie haben wollen. Also von daher klarer Aufruf an die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, da aktiv zu werden. Jetzt kommt die Covid-19-Pandemie dazu. Alles, was ich Ihnen jetzt erzählt habe, war vor Covid-19. Das war eine Umfrage im Februar und März 2019, auf dem ich das gerade basiert habe. Und übrigens, wer das, was ich gerade erzählt habe, ein bisschen genauer wissen will, gehen Sie auf unsere Homepage gesunddigitalarbeiten.de. Da finden Sie das unter Downloads, oder nehmen Sie den Link, den Sie da unten links sehen. Dann können Sie all das in viel mehr Details frei verfügbar nachlesen. Wir hatten dann den Beginn der Covid-19-Pandemie. Wir haben 1.000 von diesen 5.000 Befragten nochmal rekrutieren können, dass die uns im Mai 2020 nochmal im Prinzip die gleichen Fragen beantwortet haben wie vorher. Mai 2020, denken Sie ein knappes Jahr zurück, das war so die Endphase des ersten Lockdowns. Wir hatten bewusst nicht zu Beginn des Lockdowns die Umfrage geschaltet, weil wir gesagt haben, jetzt brauchen wir erstmal ein bisschen Gewöhnungseffekt, und haben es dann so lange rausgezögert, dass wir gesagt haben, möglichst viel Gewöhnung in der Lockdown-Situation, aber bevor es wieder geöffnet wird, möchten wir wieder erfassen, wie ist das digitale Stresslevel unter den geänderten Arbeitsbedingungen denn in dem Moment. Erstmal ein bisschen qualitativ. Was hat sich geändert durch Arbeit in den Corona-Zeiten? Na, in der Arbeitswelt reduzierte Auftragslage, viel Homeoffice, mobile Arbeit, Kurzarbeit, weniger formale Kommunikation, weniger Kontakt mit der Führungskraft. Im Privatleben eine zunehmende Arbeitsmenge und zunehmende Flexibilität.
Also zum Beispiel Pflegearbeit für Kinder oder Angehörige, mehr Kochen, mehr Putzen zu Hause und so weiter, weil man mehr zu Hause ist. Das ist, sind so Beispiele für die zunehmende Arbeitsmenge. Natürlich haben wir eine gestiegene Technologienutzung. Ist ja ganz klar, wird keinen überraschen, dass wir mehr digital kommunizieren als vorher. Und Rahmenbedingungen, die dabei wichtig sind, haben wir festgestellt, ist dann, ob jemand eine Leitungsfunktion hat, ob er Homeoffice-Erfahrung hat, ob er eben Kinder und zu pflegende Angehörige hat oder Ähnliches. Und wie bildet sich das dann in Zahlen aus? Was Sie jetzt hier nochmal sehen, sind die 12 Belastungsfaktoren an dieser Stelle als Spalten dargestellt und mit den Balken die Veränderung gegenüber Vor-Covid-19-Zeiten. Also die roten Balken links heißen, diese Belastungsfaktoren sind stärker wahrgenommen. Die grünen Balken rechts heißen, diese Belastungsfaktoren sind schwächer wahrgenommen worden. Lassen Sie uns mal als erstes auf die drei schauen, die stärker wahrgenommen wurden. Nichtverfügbarkeit, über den hatte ich bisher noch nicht gesprochen. Das ist auch ein digitaler Stressor, dass ich weiß, es gibt ein technisches System, mit dem könnte ich jetzt meine Arbeit super erledigen, aber es steht mir nicht zur Verfügung. Oder ich weiß genau, eigentlich könnte man diese Einstellung jetzt hier machen, aber ich habe nicht die Administratorrechte, um das vorzunehmen, weil das von meiner IT-Abteilung gesperrt ist. Sowas ist Nichtverfügbarkeit. Und ich glaube, das ist sehr eingängig, dass das in Zeiten von mobiler Arbeit während Corona stärker geworden ist, weil wir eben doch nicht alles, was wir normalerweise am Arbeitsplatz haben, mit nach Hause nehmen konnten und dann zu Hause damit arbeiten können. Mangelndes Erfolgserlebnis, auch den habe ich noch nicht besprochen gehabt bisher. Was steckt dahinter? Das ist das Gefühl, am Ende des Tages gar nicht so genau zu wissen, was man geschafft hat. Wenn Sie mit Papier im Büro arbeiten, dann merken Sie immerhin noch, dass Sie große Papierstapel von links nach rechts bewegen, ausdrucken, abheften, mit der Post verschicken oder Ähnliches. Oder in anderen Tätigkeiten stellen Sie sich einen Tischler vor, der sieht die Späne auf dem Boden, der sieht die fertigen Möbel, die er produziert hat oder Ähnliches. Das heißt, bei manchen Tätigkeiten haben Sie wirklich, sehen Sie mit Ihren Augen klar, was Ihr Arbeitsergebnis war. Bei der digitalen Arbeit am Computer ist das viel weniger der Fall. Am Ende des Tages sieht der Computer ja noch aus wie vorher. Ihr Posteingang ist genauso voll wie vorher. Die Menge der Dateien ist ähnlich groß. In den Dateien hat sich was geändert. In den E-Mails steht was anderes, aber das sieht man halt nicht so klar. Das ist das mangelnde Erfolgserlebnis. Und zu guter Letzt bei diesen am stärksten verstärkten Faktoren, die Unklarheit der Rolle. Auch das wieder was ich bisher noch nicht erklärt hatte. Was steckt dahinter? Ja, die allermeisten arbeiten ja nicht irgendwie in der Softwareentwicklung oder in der IT-Abteilung, sondern die arbeiten in anderen Fachjobs und sind aber nebenher so ein bisschen IT-Administrator und müssen sich immer auch um die IT-Probleme ihres Rechners kümmern. Und damit ist so ein bisschen die Unklarheit, bin ich jetzt eigentlich gerade dafür da, mich hier um die richtige Einstellung, Konfiguration und so weiter meines Rechners zu kümmern? Oder ist meine eigentliche Aufgabe die Finanzbuchhaltung oder das Marketing oder sowas? Und auch das ist in Corona-Zeiten stärker geworden. Auch das, glaube ich, ehrlich gesagt, wenig überraschend. Denn zu Hause sind Sie natürlich noch viel mehr der IT-Administrator für Ihren Drucker, Ihr WLAN und so weiter, als das im Büro die IT-Abteilung ist. Und selbst wenn Sie weiter im Büro sind, dann sind vielleicht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der IT-Abteilung nicht mehr so leicht verfügbar, um zu helfen, wenn ein Kabel irgendwo nicht mehr richtig eingesteckt ist. Aber bevor Sie jetzt mitnehmen, Nichtverfügbarkeit, mangelndes Erfolgserlebnis, Unklarheit der Rolle sind die wichtigsten und schlimmsten digitalen Stressoren, lassen Sie uns nochmal eben auf die drei schauen, die da orange markiert sind. Denn Sie sehen in der untersten Zeile das Ranking nach absoluter Stärke dieser Faktoren. Weil die Sortierung von links nach rechts, das ist jetzt halt Stärke der Veränderung gegenüber Vor-Covid-19-Zeiten. Aber wenn wir auch schauen, in Covid-19, einer Lockdown-Situation mit viel Homeoffice, was sind denn die stärksten Stressoren? Dann sind es die gläserne Person, dieses Durchschautwerden, dieses Entblößtsein, die Unzuverlässigkeit der Technik. Das ist das, was der Nils Urbach eben schon meinte, dass kurz vor dem Meeting der Drucker nicht funktioniert oder die Einstellung der Videokonferenz wieder nicht richtig funktionieren. Und auch die Leistungsüberwachung, auf die ich eben eingegangen bin. Also von daher ist es jetzt ein Unterschied, was sind die am stärksten zunehmenden Faktoren oder was sind die Faktoren, die am stärksten ausgeprägt sind.